Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ein jeder kennt es, ein jeder Arzt, ein jeder Rheumatologe, Hausarzt, der lange Weg eines Patienten, bis er endlich mal in der Praxis ist, beziehungsweise eine Diagnose hat. Und da freuen wir uns, einen Vortrag von einer, wie du schon so schön hattest, aufstrebenden Rheumatologin zu sehen, beziehungsweise auch zu hören, und zwar von der Frau Dr. Mucke, Oberärztin in der Rheumatologie am Uniklinikum Düsseldorf. Viel Spaß dabei und vielen Dank für den Vortrag schon mal. Ja, vielen Dank. Guten Morgen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute bei dem 16. Wümmtaler Rheuma-Symposium die Einleitung machen zu können und möchte Sie einladen, Sie mitnehmen auf eine Reise, und zwar die Reise einer Rheuma-Patientin oder eines Rheuma-Patienten. Stellen Sie sich vor, Sie stehen an der Startlinie eines Marathons. Sie haben lange und hart dafür trainiert. Sie sind bestens vorbereitet. Sie wissen, was Sie erwartet. Sie haben alles ganz genau geplant. Sie schließen die Augen, atmen noch einmal tief durch, der Startschuss fällt und Sie laufen los. Und nun stellen Sie sich diesen Start nochmal vor. Nur, dass Sie sich nicht monatelang darauf vorbereitet haben. Sie haben keine Probeläufe gemacht, haben nicht trainiert, Sie haben sich keinen Plan zurechtgelegt. Nein, Sie sind gerade aus dem Tiefschlaf aufgewacht und finden sich jetzt plötzlich an der Startlinie wieder. Und dabei machen Sie doch eigentlich gar keinen Sport. So oder so ähnlich müssen sich unsere PatientInnen bei Diagnose ihrer entzündlich-rheumatischen Erkrankung fühlen. Denn die Diagnose einer Rheumaerkrankung gleicht einem Marathon. Schlafen, den Unterricht überleben, schlafen, Hausaufgaben schlafen und das Ganze wieder von vorne, sagt eine Patientin. Jeden Tag stellt mein Körper mich vor neue Herausforderungen. Mal sind es die Schmerzen, mal meine Fatigue, sagt eine andere. Die Diagnose hat nur Wut in mir ausgelöst. Wut, nicht schneller gehandelt zu haben. Wut auf mich selbst, da ich mir nie eine Auszeit genommen habe. Wut auf die Welt, Wut auf die Ärzte. Danach kam die pure Verzweiflung, denn ich wusste, es bleibt für immer. Und eine vierte Patientin mit Lupus beschreibt es, als ob ich ins Bodenlose fallen würde. Das sind erste Impressionen bei Diagnose von unseren Rheuma-PatientInnen. Und wie schon gesagt, bei einem Marathon ist die Vorbereitung alles. Bei unseren Patienten ist es, wie schon gesagt, eher ein Aufwachen aus dem Tiefschlaf im Idealfall. Bei den meisten ist es aber eher ein vor sich hin dämmern, bis die Diagnose des Rheumas gestellt ist und der Marathon starten kann. Und ich habe Ihnen hier nochmal die Zahlen der Kerndokumentation mitgebracht, von der Symptomdauer bis zur Erstvorstellung und Erstdiagnose, die viele von Ihnen sicherlich kennen. Oben links die Rheumatoide Arthritis, rechts Spondyloarthritis, unten links Psoriasis Arthritis und rechts, unten rechts der Lupus. In hell die Balken, wo die Diagnosedauer unter oder die Symptomdauer unter einem Jahr war bis zur Diagnose, der mittlere Balken 1 bis 2 Jahre und der oberste Balken über 2 Jahre. Und jetzt sieht man, okay, bei der RA, da sind wir schon ganz gut. Immerhin 78% haben nur ein Jahr Symptome vor Diagnose. Bei der Psoriasis-Arthritis sind wir auch ganz gut. Beim Lupus, ja, mittelmäßig, und bei der SPA sind es 46%, die über 2 Jahre ihre Symptome haben, bevor die Diagnose gestellt wird. Und was man immer noch sieht, oder was man sieht, ist, wir werden kaum besser. Also von 2001 bis 2020 tut sich da nicht viel. Und ich denke, das ist was, was wir dringend optimieren müssen, um diese Phase, die unsere Patienten wahnsinnig viel Kraft und Unsicherheit kostet, zu verkürzen und sie besser vorzubereiten auf den Marathon, auf das, was ansteht. Nun sagen wir aber mal, die Diagnose ist gestellt. Der Patient findet sich an der Startlinie wieder. Hier ist er, unser Patient, unsere Patientin, unvorbereitet unter Hunderten von grundverschiedenen Menschen. Kleine, große, dicke, dünne, top trainiert oder weniger trainiert, top ausgerüstet oder im Jogginganzug aus den 60ern.
Die Menschen haben ganz verschiedene Streckenlängen vor sich. Die einen laufen Staffeln, die andere Halbmarathon, die letzten wirklich den richtigen Marathon. Und sie haben ganz verschiedene Absichten. Für die einen ist es knallhartes Business, sie müssen gewinnen. Die anderen machen es zum Spaß. Aber sie alle eint eine Herausforderung, die gleiche Herausforderung, mit dem Ziel, den Marathon zu meistern, wie auch immer. Und vor uns, vor unseren PatientInnen liegen 42 Kilometer mit Höhen, Tiefen und Herausforderungen an jeder Ecke. Und neben dem alltäglichen oder der Grundherausforderung, die so ein Marathon für die Allgemeinheit, für uns Gesunde schon darstellt, müssen PatientInnen auch noch Höhen, Tiefen an jeder Ecke und ihrer Erkrankung meistern. Und schauen wir uns mal an, was es braucht für einen Marathon. Wir brauchen einen Läufer, eine Läuferin, das sind unsere PatientInnen. Wir brauchen einen Coach, einen Trainer, das sind wir. Und wir brauchen Ziele, das sind ganz häufig die Remission oder die niedrige Krankheitsaktivität. Zumindest definieren wir das so. Und im Idealfall gilt es dann beim Start, diese Dinge zu klären. Wie schnell kommt man ins Ziel? In welchem Zustand im Ziel? Wie möchten die Patienten oder sollen die Patienten ins Ziel kommen? Und dann gibt es noch ganz grundsätzliche Fragen, die wir klären sollten für uns und für unsere PatientInnen und mit denen wir uns gar nicht so viel beschäftigen. Welche Art der Etappenkontrollen? Wie oft? Welche Ausstattung brauchen unsere PatientInnen und was bringen sie auch schon mit? Brauchen sie Unterstützung auf dem Weg und welche Art? Und haben Sie ein ausreichendes positives Mindset, um diesen Marathon zu meistern und ihn gut zu meistern? Und starten wir mit der ersten Frage. Wer setzt denn eigentlich diese Ziele? Wer gibt das vor, dass wir die Remission erreichen sollen, die niedrige Krankheitsaktivität? Wer gibt Zwischenetappen vor und wer gibt das Tempo und die Strategien vor? Kann man sagen, einfache Lösung, das macht der Coach. So wurde es immer schon gemacht, so hat es sich bewährt. Aber wir wissen auch, die Adhärenz unserer PatientInnen ist nicht besonders gut. Unsere PatientInnen sind oft nicht zufrieden und das Ansprechen ist dann für uns auch häufig nicht zufriedenstellend. Und wie gut wäre es doch, das zu verbessern? Und ein Ansatz ist da das Shared Decision Making, die partizipative Entscheidungsfindung, wie sie schon empfohlen wird in Leitlinien der DGRH und Empfehlungen der Euler. Aber Shared Decision Making, wer setzt das denn wirklich um? Und in der Theorie ist es sicherlich sinnvoll, aber wir wissen, es ist aufwendig, es kostet Zeit. Diese informierten Patienten sind doch immer so schwierig und so lästig. Und ehrlich gesagt, wir sind doch die ExpertInnen. Aber es hat sich gezeigt, Shared Decision Making, also die Entscheidungsfindung gemeinsam mit dem Patienten, steigert die Adhärenz. Es reduziert Komplikationen und unerwünschte Wirkungen, es erhöht die Zufriedenheit auf beiden Seiten. Und wenn man jetzt sagt, ja, ich versuche das ja immer bei meinen Patientinnen, aber die sagen eigentlich immer, sie sind doch die Ärztin, sie müssen das entscheiden, was weiß ich denn schon, dann kann man sich mal diese Untersuchung hier von der Bertelsmann Stiftung auf der rechten Seite angucken. Die haben nämlich genau das untersucht und es zeigt, dass 55% der PatientInnen eine gemeinsame Entscheidungsfindung unterstützen, während 18% ein komplett autonomes Konzept fahren, also sagen, sie entscheiden selbst. Und bei 23% ist es in der Tat so, dass sie sagen, ich habe doch nicht Medizin studiert, sie sind die Ärztin, sie sind der Arzt, sie sollen das für mich entscheiden. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, unsere PatientInnen darauf anzusprechen, ihnen zu erklären, welche Entscheidungen anstehen und wie sie sich auch einschalten können und mitbeteiligen können, um eben das Verständnis zu verbessern und die Adhärenz, die Zufriedenheit zu verbessern an dieser Stelle. Und Shared Decision ist, das habe ich gerade schon angedeutet, nur möglich, wenn PatientInnen über ihre Erkrankung informiert sind und auch über ihre Therapiemöglichkeiten, Risiken und Nebenwirkungen dieser Therapie. Das ist eine Umfrage unter 51 Lupus-PatientInnen mit Lupus Nephritis, die gefragt wurden, was sie eigentlich daran hindert, nachdem ein Arzt, eine Ärztin ihnen ein Medikament verschrieben hat, dieses auch einzunehmen. Und ganz oben, das sind die 20 häufigsten Bedenken. Und ganz oben mit dabei sind immer die Nebenwirkungen, also Side Effects, die grundsätzlichen
Bedenken bei der Therapie. Oder hier das erhöhte Risiko für Gesundheitsprobleme oder die Sorge davor, richtig schwere Nebenwirkungen zu haben, die Sorge vor Gewichtszunahme und die Sorge vor Langzeitnebenwirkungen. Und ich denke, dass eine ordentliche Aufklärung hier über die Risiken, aber auch im Abwägen eines Risiko-Nutzen-Verhältnisses hier deutlich ja, diese Sorgen reduzieren können, um dann die Adhärenz zu verbessern, um die Medikamenteneinnahme zu verbessern. Das heißt also, wir brauchen einen informierten Patienten, um gemeinsam, also einen empowerten Patienten, wie man das ja auch nennt, um dann gemeinsam den Weg zu gehen bzw. den Marathon laufen zu können. Informationen des Patienten also durch beispielsweise strukturierte Schulungsprogramme, wie wir sie ja sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle schon haben. Aber ich denke, wenn wir uns mal in uns hereinhören und so reflektieren, dann empfehlen wir die ganz oft auch nicht weiter. Nächste Frage, also wer gibt das Ziel vor? Die Frage ist geklärt, am besten machen das Arzt und Patient gemeinsam. Aber welche Ziele gibt es und wie, mit welcher Strategie werden sie erreicht? Und die verbreitetste Strategie ist sicherlich das Treat to Target. Und zu Beginn der Therapie wird ein Ziel festgelegt, das durch regelmäßige Kontrollen und Therapieanpassungen, falls möglich, erreicht werden soll. Die Ziele sind die Remission und die niedrige Krankheitsaktivität. Und dann gibt es noch ganz viele weitere Ziele, die man hofft, mit dem primären Ziel zu erreichen, wie beispielsweise Reduktion von Fatigue, Behandlung von Schmerzen, Verhinderung von Organschäden, Verbesserung des Überlebens und natürlich auch die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Was sind denn die wichtigsten Ziele der PatientInnen? Fragen wir das auch oder gucken wir uns, ist das bei unseren Zielen Remission und niedriger Krankheitsaktivität auch mit drin oder denken wir einfach, dass wir damit diese anderen wichtigen Ziele für unsere PatientInnen schon erreichen werden. Da habe ich eine Umfrage gemacht unter knapp 800 Lupus-PatientInnen international, was denn ihr wichtigstes Therapieziel ist. Und da kam ganz klar die Normalisierung der Lebensqualität raus. 37% haben sich dafür entschieden, gefolgt von der Verhinderung von Organschäden und der fehlenden Krankheitsaktivität. Aber hier sicherlich der Fokus auf die Lebensqualität. Und wenn man sich das überlegt, ist es natürlich auch verständlich, dass der Wunsch da ist, sein Leben so gut zu bestreiten wie möglich und im Alltag so wenig wie möglich eingeschränkt zu sein. Und auch Patienten mit rheumatoider Arthritis berichten das Gleiche. Also worauf kommt es bei Ihnen an? Und hier auch die Frage, wie wird Treat to Target bereits praktiziert? Das ist eine Umfrage von Vibeke Strand von 2015, 1800 PatientInnen, die mal einmal gefragt wurden, was wäre denn für Sie ein gutes Therapieziel? Und da sieht man hier oben links, die meisten sagen, having a good day would be a great goal or target. Also einfach einen guten Tag zu haben. Und sie sagen auch, Ziele festzulegen würde mir ein gutes Gefühl geben. Und auf der rechten Seite dann die Frage danach, wie nehmen Sie denn eigentlich Treat to Target wahr und wie schätzen Sie das ein? Und da sagen Sie ganz klar, für mich ein persönliches Target, ein persönliches Therapieziel würde mich unterstützen in meiner Behandlung, in meiner Erkrankung und würde sich positiv beeinflussen. Und aber auch, Sie hätten gerne tiefergehende Diskussionen über Ihre rheumatoide Arthritis, wie Sie die gut managen können. Und aus der Umfrage kam auch raus, dass sich ganz viele Patienten nicht in der Lage fühlen, ihre Krankheitslast und ihre Therapieziele zu kommunizieren. Das heißt, von unserer Seite muss da vielleicht auch mal wir müssen da auch auf die Patienten zugehen und sie danach fragen, gerade nach ihren Zielen und nach ihren Sorgen. Das heißt aber, wir haben einen kleinen Konflikt. Wir haben auf der einen Seite PatientInnen,
der oder die Patientin, die die Lebensqualität, Schmerz, Fatigue und having a good day als primäres Ziel sehen. Und auf der anderen Seite sind wir mit unseren Zahlen, wollen wissen, wir wollen den DAS-28 sehen, wir wollen sehen, ob die Remissionskriterien erfüllt sind, ob der oder die niedrige Krankheitsaktivität erfüllt sind. Und das ist ein Konflikt, der sicherlich erst beigelegt werden muss, um den gemeinsamen Weg zu laufen und immer mit der Frage, wie bringen wir denn beide Ziele zusammen? Nächste Frage, wie kommen unsere PatientInnen ins Ziel? Vollkommen erschöpft, gehandicapt, fit, aber vielleicht etwas langsamer als geplant, auf der Strecke aufgegeben oder aus der vorgegebenen Strecke ausgebrochen und einen ganz eigenen Weg gegangen? Worauf kommt es denn da eigentlich an? Und hier nochmal, worauf kommt es bei Lupus-PatientInnen an? Ich habe eben schon die Lebensqualität als primäres Therapieziel genannt, aber das hier ist nochmal eine andere Umfrage, die gezeigt hat, was sind denn die häufigsten Symptome und was sind denn, oder die abgefragt haben, was sind denn die häufigsten Symptome und was sind die belastendsten Symptome unter 4.300 Lupus-PatientInnen. Am häufigsten, das wissen wir schon, Fatigue und Schwäche, Gelenkschmerzen, Gelenkschwellung, Photosensibilität und Muskelschmerzen, Muskelschwäche. Und das sind auch die belastendsten Symptome. Fatigue ist am belastendsten, Gelenkschmerzen, also Arthralgien, Arthritiden sind belastend und die Muskelschmerzen sind belastend. Und die Symptome, die für uns gar nicht, für uns die belastendsten sind, also die Nierenprobleme hier auf der rechten Seite, die sind für unsere Patientin gar nicht mal so belastend, die stehen gar nicht so im Vordergrund. Und ich habe mir einmal den Fatigue als häufigstes und belastendes Symptom rausgenommen, weil ich denke, es spielt bei unseren ganzen Patienten, bei allen Patienten eine ganz zentrale Rolle und wir gehen viel zu selten darauf ein. Fatigue, bei der Rheumatoiden Arthritis werden Zahlen bis 80% der berichtet, beim Lupus ebenso, Psoriasis Arthritis etwas weniger bis 62% und ankerassoziierte Vaskulitis bis 74%. Also hohe Zahlen und was können wir denn eigentlich tun? Was sind die Ursachen von Fatigue? Und können wir da überhaupt irgendwas tun, dass unsere Patientin eben nicht komplett müde die ganze Zeit diesen Marathonversuch zu laufen? Auf der einen Seite sicherlich Ursachen bei der Krankheit. Krankheitsaktivität, Krankheitsschaden, Medikamente. Auf der anderen Seite Ursachen beim Patienten, das Alter, Schmerzen, Depressivität und Angst, körperliche Aktivität, Schlaf und die Krankheitswahrnehmung. Und dann die Komorbiditäten, Adipositas, Hypothyreose, Anämie und das sind sicherlich noch nicht alle genannt. Und Laurent Arnaud aus Straßburg hat sich einmal diesem Thema angenommen und hat versucht, Cluster zu bilden bei Lupus-PatientInnen mit Fatigue. Hat geschaut, was haben die PatientInnen für Eigenschaften und kann man daran vielleicht Therapieansätze anknüpfen. Und er hat drei Cluster gefunden. Ich fange mal in der Mitte an. Cluster 2 ist eigentlich das, wo wir sagen, ach ja, das ist das, ja, was wir auch kennen und was wir vermuten. Niedrige Krankheitsaktivität, hohe Depression, sehr hohen Fatigue. Das sind so, ist so, ja, man würde manchmal meinen, das Häufigste, was wir so haben. Stimmt aber nicht, sind nur 25%. Cluster 3, hohe Krankheitsaktivität, hohe Fatigue und keine Depression, wenig Depression. Auch die, ja, die kennen wir auch. Und dann gibt es das Cluster 1 und das ist das, was für uns für größten Herausforderungen stellt. Und das ist auch der Großteil unserer PatientInnen. Das sind nämlich 67,5 PatientInnen, die er gefunden hat. Sie haben eine niedrige Krankheitsaktivität, moderaten Fatigue, wenig Anxiety und wenig Depressivität. Und was machen wir bei diesen PatientInnen? Cluster 2 ist klar, wir behandeln die Depressivität. Cluster 3 ist auch klar, wir behandeln die Krankheitsaktivität. Aber was machen wir in diesem Cluster 1? Und da haben wir gar nicht so viele Möglichkeiten. Ganz wichtig beim Fatigue ist Fatigue adressieren. Nachfragen, haben Sie Fatigue, fühlen Sie sich müde? Und allein das ist schon ein wichtiger Punkt für unsere PatientInnen, gehört zu werden, das Gefühl zu haben, man nimmt sie wahr und man sieht ihre Probleme. Wir empfehlen immer die körperliche Aktivität. Da gibt es Studien eben zu, dass das Fatigue verbessert und auch die PatientInnen berichten das.
Depressivität und Angststörung erkennen, ist klar, Behandlungsangebote machen an der Stelle und wie viele von uns screenen wirklich für Depressivität in ihrer Praxis. Krankheitsaktivität kontrollieren ist unser täglich Brot. Das ist das Einfachste in Anführungsstrichen für uns. Und die Komorbiditäten optimieren ist auch ein guter Ansatz natürlich, um gerade um die Fatigue oder die behandelbaren Ursachen der Fatigue zu behandeln. Aber wichtig nochmal, Fatigue adressieren, ansprechen ist schon ein Teil der Miete, dass unsere Patientinnen sich gehört fühlen. Und wie viele von uns sprechen denn eigentlich diese Themen an? Das ist eine Untersuchung auch zum Thema Lupus. Lupus-Patienten haben ihre wichtigsten 10 Beschwerden oder Concerns aufgelistet und haben mal gesagt, wie oft wird das eigentlich angesprochen? Beziehungsweise sind Ärzte auch mitgefragt worden. Wie viel Prozent der Ärzte sprechen das an? Und da sieht man, der Hautausschlag hier in der Mitte, der wird ganz oft angesprochen, also wird in 100% der Fälle angesprochen. Gelenkschmerzen werden ebenfalls ganz häufig angesprochen, aber Fatigue nur in der Hälfte der Fälle. Und dann die reduzierte Lebensqualität hier in den oberen beiden Bars, Balken, genau, werden deutlich seltener angesprochen, 43% und 48% der Fälle. Und das ist was die PatientInnen belastet und was wir ansprechen sollten. Natürlich ist es schwierig, weil wir häufig die Dinge nur ansprechen, wenn wir sie auch behandeln können. Was bringt es, ich frage mich häufig, was bringt es mir, es anzusprechen, wenn ich es doch nicht behandeln kann? Wenn ich ihnen nur sagen kann, ich kann da gar nichts machen. Aber da sagen alle PatientInnen in Untersuchungen und auch so aus der eminenzbasierten Forschung, dass das eben ganz wichtig ist, es anzusprechen und die Patienten das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden oder sie anzuhören. Jetzt habe ich gesagt, was wir alles tun können, um das zu verbessern und zu vereinfachen und diesen Marathon positiv zu gestalten und für die Patienten zu vereinfachen. Aber was können denn unsere PatientInnen tun? Ich habe gesagt, sie müssen empowered werden, also möchten wir ja auch, dass sie sich aktiv beteiligen. Und da habe ich schon die Schulungen genannt, ganz wichtig, informierte strukturierte Schulungsprogramme auch daran teilnehmen und auch an Weiterbildungen oder Informationstagen teilnehmen, um sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen. Nach Informationsmaterial fragen. Vielleicht machen wir das nicht so häufig, dass wir das anbieten. Also müssen unsere Patientinnen uns auch fragen. Eigene Ziele formulieren ist ganz wichtig. Wichtige Themen ansprechen, eine zweite Person hinzubitten, die eben dabei ist, ein Tagebuch führen und auch Fragen aufschreiben und dann eben vorbereitet in den Arztbesuch, zum Arztbesuch kommen. Aber natürlich liegt es an uns, unsere PatientInnen, auf diese Möglichkeiten hinzuweisen und aktiv aufzufordern, das zu machen und ihnen zu sagen, es ist vollkommen in Ordnung, wenn sie eine zweite Person dabei haben. Es ist ganz wichtig, dass sie ihre Themen ansprechen und es sind nicht nur die Dinge, die ich als Arzt anspreche, die wichtigen, sondern auch das, was sie fühlen. Da müssen wir unsere Patienten empowern. Und dann sollten die Patienten sich natürlich auch fragen, möchten Sie alleine oder im Team laufen? Das ist beim Marathon wichtig, das ist auch bei chronischen Erkrankungen wichtig. Möchten Sie einen Austausch mit der Selbsthilfe, mit anderen Patientengruppen oder nicht? Und wer von Ihnen empfiehlt Selbsthilfegruppen aktiv, vor allen Dingen bei den Patienten, die weniger schwer krank sind? Ich nicht so häufig. Manche PatientInnen, das wissen Sie auch, profitieren extrem von Selbsthilfegruppen. Es hilft ihnen sehr stark. Und andere PatientInnen fühlen sich dort überhaupt nicht wohl. Ich habe auch die PatientInnen, die sagen, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Das ist für mich viel zu viel Beschäftigung mit meiner Erkrankung und viel zu viel Kreisen um diese persönlichen Erfahrungen. Aber trotzdem, denke ich, sollten wir darauf hinweisen, denn die Angebote sind gut und gehen auch über das hinaus, was wir eigentlich leisten können. Und wie können wir als Trainer unterstützen? Ganz viel habe ich jetzt schon angesprochen, aber zusammenfassend nochmal konsequentes Treat to Target, also Ziele formulieren und dann wirklich in regelmäßigen Kontrollen schauen, kommen unsere PatientInnen dahin und nicht nur auf unsere Ziele schauen, sondern gemeinsam entscheiden, was ist Ihnen als Patient auch wichtig und was schränkt Sie am meisten ein. Und wir sollten den Fokus
Wir sollten unseren Fokus ein bisschen breiter machen, also auch auf Etappenkontrollen. Welche Zwischenziele sollen erreicht werden? Wie ist die Ausstattung des Patientes? Braucht er Unterstützung und auf welche Art und Weise? Und hat er ein ausreichend positives Mindset, um durch diesen Marathon gut durchzukommen? Und zum Schluss ein Ausblick. Wie wird der Marathon in der Zukunft aussehen? Die Kommunikation wird sicherlich deutlich mehr über intelligente Systeme erfolgen, die miteinander verknüpft sind. Also Patientendaten werden integriert in Krankenhaus- und Ärztedaten, Register und wissenschaftliche Daten. Alle Daten, Big Data, werden zusammengefügt und über einen Algorithmus verarbeitet, der uns dann im Idealfall schnell die Diagnose ausgibt und dann auch Behandlungsmöglichkeiten aufzählt, personalisierte Behandlungsmöglichkeiten basierend auf diesen Daten der Patientin. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Marathon in Zukunft, vielleicht mittelferner Zukunft, eher hinter den Kulissen läuft und der Patient, die Patientin davon deutlich weniger beeinträchtigt sind. Dennoch sollten wir natürlich dabei den individuellen Patienten und seine Psyche und seine Gefühle, seine eigenen Ideen nicht vergessen. Und es wäre ein mögliches Szenario, dass der Patient schon ganz früh seine Risiko zu erkranken erkennt. Es werden zur Geburt und auch im Laufe des Lebens Omics-Daten gesammelt, die integriert werden. Der Patient kann sich auf sein bestimmtes Risiko hin screenen, hier mit einer Smart Toilet oder mit einer Wärmekamera, die vielleicht eine erhöhte Durchblutung anzeigt. Und diese Systeme merken früh, wenn etwas nicht stimmt. Daraufhin kann die optimale Pille, das optimale Medikament designt werden. Der Patient hat virtuelle Videosprechstunden, kann gleichzeitig seine Gesundheit und seine Daten weiterhin über eine App tracken und kann gesund durchs Leben gehen oder im bestmöglichen Zustand durchs Leben gehen. Und der Marathon sieht in Zukunft vielleicht nicht so aus wie das Bild vom Anfang, was ich gezeigt habe mit den vielen Ecken, Hürden, Kanten und Kurven, sondern ist eine einmalige Runde und man kommt dann wieder ins Ziel und kann eben gesund bestmöglich durchs Leben gehen. Zusammenfassend, wir müssen uns klar machen, unsere Patientin ist die Diagnose einschneidend, wie einen unvorbereiteten Marathon zu laufen. Patientinnen benötigen Unterstützung auf ihrer Reise, nicht nur medikamentös. Wir sollten Ziele gemeinsam festlegen, also Remission oder vielleicht doch Reduktion von Fatigue. Zeit in Aufklärung und Shared Decision Making investieren lohnt sich. Und wir sollten uns immer die Frage stellen, wie und an welcher Stelle implementieren wir Shared Decision Making? Stehen wir dahinter? Sollten wir das nicht mehr implementieren und besser verfolgen? Und es ist nicht nur zu fragen, was ist denn Ihre Idee und Ihr Wunsch, sondern es geht auch wirklich darum, also Shared Decision Making umfasst auch Unterstützungsmaterialien für den Patienten beispielsweise. Wie sorgen wir für Unterstützung und wie informieren wir PatientInnen? Und damit möchte ich schließen mit ein paar weiteren Zitaten. Die Glücksgefühle, ein Ziel, so klein es auch sein mag, zu erreicht haben, sind unbeschreiblich, sagt Zina. 8 Jahre Selbstfindung und Kampf tragen nun seine Früchte. Und ich kann nur sagen, wo ein Wille ist, ist nicht immer ein Weg, aber eine Alternative. Und mir ist klar geworden, dass nicht der Lupus, sondern ich entscheide, was im Leben ansteht. Und damit danke ich ganz herzlich für die Einladung und für die Aufmerksamkeit. Hoffe, ich habe ein paar Impulse bringen können und freue mich sehr auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, liebe Johanna, vielen Dank für diesen exzellenten Vortrag. Ganz kurz noch als Information für die Kolleginnen, die später gekommen sind. Es gibt auf unserer Website in absehbarer Zeit die Videos nochmal aufgeschaltet, sodass man sie auch im Nachgang nochmal sehen und hören kann. Und ich denke, dieser Vortrag ist ein ganz besonders wichtiger. Als ich junger Rheumatologe war, hat mir eine Patientin mit Lupus einmal gesagt, der Lupus ist wie ein Terrorist in mir. Und ich denke, deswegen bin ich so begeistert von dem Thema, das uns auch in der Versorgung ja eine große Rolle spielt, auch im Alltag, in der Niederlassung, in größeren MVZs, in den Klinikambulanzen. Wie kann man eigentlich den Patienten damit helfen? Und ich glaube, du hast hervorragend dargestellt, auf was man alles achten kann. Man kann gar nicht alles verfolgen. Ich nehme nur einen Punkt auf. Wer fragt schon regelmäßig nach der Lebensqualität? Wer fragt regelmäßig nach dem
nach der Fatigue. Und nebenbei habe ich auch noch gelernt, dass du, denke ich, fließend Französisch sprichst, wenn ich den Arnaud richtig interpretiert habe, dass du den auch persönlich nicht zwar kennst, aber zumindest zitiert. Wenn ich jetzt konkret werden möchte, ich zitiere da gerne Florian Schuch, was mache ich am Montag anders? Bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben es gerade diskutiert, wir fragen mit unseren Apps, auf das komme ich ja später noch zu sprechen, du hast aber die Möglichkeiten ja auch erwähnt, ganz, ganz wichtig, wir fragen nach Lebensqualität über den Fragebogen. Und ich persönlich habe viel gelernt über diesen Fragebogen. Wir adressieren auch die Depression mittlerweile. Und das mögen Patienten manchmal gar nicht so gerne. Aber die, die es machen, machen es und geben uns Informationen. Das Thema Fatigue allerdings adressieren wir bisher nur, wie geht es Ihnen? Ach, ich bin müde. Naja, können wir nichts machen. Also, was würdest du konkret vorschlagen, dass wir sowohl Hausärzte als auch Fachärzte auch der unterschiedlichen Disziplinen ja nicht nur für den Lupus ein tolles Modell, aber auch für die anderen Krankheiten tun, um da ganz schnell eine Information zu bekommen, um eben dem Patienten das Gefühl zu geben, wir verstehen ihn, selbst wenn wir es nicht helfen können, dass wir es adressieren können. Ich glaube, das war ja so eine Botschaft von dir. Genau. Also ich denke, wie du schon sagst, wir haben gar nicht die Möglichkeit, alles immer abzufragen. Aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nicht darum, dass ich jedes Mal eine vollständige, komplette Anamnese mache mit, wie ist die Depressivität, wie ist die Lebensqualität, wie ist Fatigue und all diese Dinge abfragen, sondern eine Frage reicht ganz häufig schon. Also einmal zu fragen, fühlen Sie sich müde? Und dann kommt ja oder nein. Und dann, wenn ja kommt, dann kann ich fragen, müssen Sie tagsüber schlafen? Oder wann, wie viel Schlaf brauchen Sie? Und dann kann man einmal 2 Minuten erklären, was Fatigue ist, worum geht es dabei, wie viele Patienten haben das, gibt es reversible Ursachen, und ich kann sagen, ich nehme jetzt einmal die Parameter ab, um reversible Ursachen zu klären. Ich gucke, also ich habe das wahrgenommen, ich nehme Dinge, ich schaue, ob ich es optimieren kann, und ansonsten erkläre ich einmal, und das dauert nicht lange, dass es ganz häufig ist, dass es besser werden kann, wenn die Erkrankung gut kontrolliert ist. Wenn die Erkrankung aber schon gut kontrolliert ist, dann eben Sport zu empfehlen. Und ich denke, das ist schon ausreichend, dass der Patient sich gehört fühlt. Und beim nächsten Mal kann ich vielleicht die Lebensqualität adressieren, beispielsweise. Wir machen das auch. Wir haben Fragebögen. Wir fragen das eigentlich immer ab. Aber ich habe ja auch keine Möglichkeit, eigentlich von allen meinen Patienten hinterher noch mal einmal die Fragebögen alle durchzugucken. Depressivität, Lebensqualität und Fatigue, das ist einfach wahnsinnig viel. Nur dass ich mir das bei bestimmten rauspicke und dann auch einfach mal, also wirklich immer punktuell frage. Aber ich denke, das reicht schon aus. Und ich denke, immer diese 3 Minuten einmal ein Thema etwas elaborieren. Und damit ist es schon, also einfach nicht dieses, wie geht's denn, ja, wie immer, okay, dann machen wir so weiter wie bisher. Das will ich jetzt niemandem unterstellen, dass wir es machen, aber ich denke, da mal 3 Minuten Zeit zu investieren, das ist, das funktioniert, das geht. Wunderbar, vielen Dank für diesen konkreten Punkt. Und was mich auch noch sehr beeindruckt ist, ihr seid ja unsere nachfolgende Generation sozusagen, ich gehöre ja schon zu den Oldies. Du und auch Florian, ihr habt gesagt, die Zukunft der Rheumatologie, wie ihr ganz anders mit diesen Themen umgeht. Für uns war ja früher nur die Krankheitsaktivität. Wir müssen den Patienten überhaupt zum Leben bringen, quasi. Mhm. Ihr adressiert das, wir natürlich mittlerweile auch, aber ihr adressiert das gleich von vornherein und eröffnet damit ganz neue Perspektiven. Eben nicht, ich schaue mir das Gelenk, die Niere an, sondern wie geht es eigentlich dem Menschen? Und das ist schon auch sehr beruhigend zu sehen, dass sich das Wissen so immens entwickelt. Das ist ja im Prinzip, ihr seid die nächste Generation, sage ich jetzt mal. Und das ist schon auch, glaube ich, für unsere Patienten sehr, sehr beruhigend und sehr befriedigend. Jetzt schaue ich mal kurz, ob bei den Fragen da sind, ob im Chat Dinge drinstehen. Nein, das ist im Moment nicht der Fall. Wir haben noch ein bisschen Zeit und haben insofern Luft. Und Marian, hast du noch eine direkte Frage? Nee, so direkt gefragt, nein. Ich kann ja mal fragen, wie ist es denn mit Schulungsprogrammen bei euch? Was empfehlt ihr da? Ich finde, das ist nicht einfach. Also ich selber bin an der Erstellung einer Website für LupuspatientInnen beteiligt, die ich dann weiterempfehle. Und es gibt einen Ratgeber für Lupuspatienten. Es gibt jetzt auch einen Vaskulitis-Ratgeber, der ist gerade, glaube ich, gerade erschienen. Den habe ich hier liegen. Aber was empfehlt ihr da? Also ich würde das gerne aufnehmen. Als ich deinen Vortrag gehört habe, habe ich mir schon gedacht, boah, das ist jemand, den brauchen wir in unserer Arbeitsgruppe, auch in der Versorgung von den auch der niedergelassenen Zentren, jetzt nicht nur der universitären.
Wir haben, du hast die Selbsthilfegruppen genannt, die sind bei uns genannt. Wir haben sie auf unserer Website auch präsentiert. Wir arbeiten eng mit der Rheuma-Liga in München zusammen, damit auch der Rheuma-Liga in Bayern. Aber man kann es, glaube ich, noch besser intensivieren. Wie du sagtest, speziell bei den weniger aktiven Patienten adressiert man es vielleicht nicht jeden Tag, dass da die Möglichkeit besteht. Und wir denken, das mag ein Vorurteil sein, ja, es ist ja doch so, dass eigentlich nur die schweren Kranken und die alten Patienten in die Selbsthilfegruppe gehen. Es ist aber nicht so. Es gibt die jungen Rheumatologen, es gibt die jungen Lupuspatienten und die suchen diese Kommunikation. Ich glaube, das ist etwas, was wir auch verbessern können bei der Frage, was wir tun. Und was sicher auch noch ist, es ist schon immer in Gruppen interessant, wir haben unterschiedliche Vorgehensweisen. Und wir versuchen, das haben wir bisher nicht so richtig adressiert, wir versuchen das vielleicht noch besser auszutauschen. Das nehme ich auch heute mit. Was können wir ändern? Dass wir in unseren Gesprächen auch mal schauen, wie können wir eigentlich an die Patienten reinkommen? Wie funktioniert unser, so schön, Common Decision Making, also unsere gemeinsame Entscheidung, ist wirklich, wenngleich ich denke, wir machen das, dass man auch mal ein Controlling des Ganzen macht. Und ich glaube, vielleicht kann ich dich heute gleich gewinnen, dass du uns da auch noch mal behilflich bist. Wenn die Informationen bei der Lupusgruppe, bei der Vaskulitisgruppe sind, man kann die ja konkret auf die eigene Website rüberziehen. Ja. Man kann versuchen, Schulungen zu machen. Ich denke, das, was wir jetzt gerade für überwiegend Ärztinnen machen, können wir auch für Patientinnen machen und damit eben auch Leute, die nicht mobil sind, abholen und in andere Bereiche des Wissens, nicht katapultieren, aber zumindest über die neuen Techniken bringen. Ich denke auch. Und ich denke, der Austausch, letztes Mal noch der Austausch der jungen Patientinnen, der findet inzwischen auch, also was heißt inzwischen, aber schon eine Weile auf Social Media statt. Also die Instagram-Accounts, genau, der Patientinnen, die sind sehr frequentiert und dort findet ganz viel Austausch statt. Also ich folge da auch einigen und schaue mir das interessiert an. Das ist eine schöne Möglichkeit, da muss man sich mal überlegen, ob man das irgendwie ja, integrieren und nutzen kann, um Informationen zu verbreiten. Ein wichtiger Punkt, kurz gefragt, hast du denn Follower aus dem Patientenkreis, die sagen, boah, der Johanna Mucke, da höre ich mal zu? Nee, ich bin nicht aktiv genug, um da irgendwelche Follower aus dem Patientenkreis zu haben. Eine Patientin habe ich, die auch ein Buch geschrieben hat zu Lupus und das schaue ich mir eben regelmäßig an. Und ein paar andere, aber ich generiere keinen Inhalt, der aus meine Patientin interessiert. Und vielleicht wäre das sogar ein Punkt. Ich hatte kürzlich jemanden getroffen, der das Ganze unterstützt von der technischen Seite, dass wir sowohl vom Fachverband DGAH, Herr Krause kann ja vielleicht das nachher kurz aufnehmen, oder wir vom Berufsverband schauen, dass wir sowas installieren, wo Wissen und Verbreitung dazukommt. Das wäre ja eine schöne Initiative aus dem heutigen, dass wir versuchen, da vielleicht selbst aktiver zu werden. Ich bin, was den Social Media betrifft, ja nicht nur farbenblind, sondern blind, taub und stumm. Und ich staune immer, was geht. Aber es ist natürlich schon so, dass wir da als Nicht-Digital Natives, da seid ihr ja viel, viel näher dran. Und ihr seid ja noch gar nicht die eigentlichen Natives. Nee. Sondern die Frühgeneration. Und insofern, glaube ich, können wir da noch viel entwickeln. Ja, denke ich auch. Anna, herzlichen Dank. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn du noch dabei bleibst für Fragen und Antworten. Und ansonsten dir schon mal jetzt ein schönes Wochenende. Vielen Dank für den hervorragenden Vortrag, an dem man auch gelernt hat, dass ihr den jungen Rheumatologen, die man auch nochmal erwähnen darf, weil das eine tolle Gruppe ist, dass ihr euch da unheimlich unterstützt habt, wie ihr präsentiert, was ihr macht und mit welchem tollen Inhalt. Herzlichen Dank meinerseits. Sehr gerne, vielen Dank.